Erste Frage, wie ist deine morgendliche Routine bei Conventions? Aufstehen, frühstücken, fertig machen, vielleicht vorher noch verschlafen, losfahren. Und nicht zu vergessen, das Essen. Essen fertig machen, Cosplay anziehen und dann das Essen stehen lassen. Ja. Oh, eigentlich ich bin gehetzt, weil ich was verschlafe und ja. Okay. Also duschen, auf jeden Fall duschen. Duschen, frühstücken, aufs Klo gehen. Fertig. Ja. So, morgens duschen, schminken, Perücke machen, Panik kriegen, Klamotten anziehen, nochmal schminken, Perücke richten und dann irgendwie los und den Rest immer an der Convention erst anziehen. Extrem stressig, also erstmal verschlafen, dann hektisch ins Bad rennen, Zähne putzen, waschen, schminken und in Schale werfen und dann, wenn noch Zeit bleibt, was essen, was sich aber meist eher auf Kaffee und Beefy und Zigarette beschränkt. Bei mir ist es noch schlimmer, ich falle meistens eine halbe Stunde, bevor ich wirklich aus dem Haus gehen muss, aus dem Bett. Perücke auf, noch gerade so geschminkt, weil es hauptsächlich wird alles hier meistens auf der Convention gemacht. Ui, reinste Katastrophe. Naja, wir wollen eigentlich immer 2,5 Stunden früher aufstehen, dann starten wir nochmal einen Wecker und stellen dann erst 2 Stunden vorher auf. Dann sind wir trotzdem noch relativ im Stress. Frühstücken noch manchmal schnell, manchmal kaufen wir auch was, wenn wir es nicht schaffen. Und dann sieht es immer bei uns Couch aus und explodiert immer alles im Bad. Ja, und sieht richtig schlimm aus. Es wird dann immer am nächsten Tag wieder aufgeräumt. Aber es klappt. Ja. Wir helfen uns dann noch schnell gegenseitig, was nicht funktioniert. Also ich stehe auf, dusche mich auf jeden Fall und also umziehen, das kommt immer darauf an, auf den Tag oder auf die Entfernung von den Conventions. Wenn es ein bisschen weiter entfernt ist, ziehe ich mich lieber auf der Convention selber an. Und wenn es halt bei mir in der Nähe ist, ziehe ich mich dann schon zu Hause immer an. Aber schminken und so, alles auch schon davor. Es kommt immer ganz drauf an, was für eine Con. Aber normalerweise alles sauber zurechtpacken, einen Kaffee trinken, runterkommen und dann ins Auto setzen, losfahren. Vorfreude. es ist schon mal klug, sich im Voraus um die Frisur zu kümmern, weil wenn ihr dann besondere Frisuren jetzt besonders stellen müsst, dann ist es sehr viel einfacher, wenn ihr die sogar schon am Vorabend so ein bisschen in Form bringt, damit die euch nicht noch große Schwierigkeiten bereitet. Also dass die Aufstehfrisur euch dann nicht noch zusätzliche Probleme macht. Genau. Also so mache ich das immer, das ist wirklich sehr hilfreich, glaubt mir's. Erstmal aufstehen. Ja, dann sich fertig machen, Cosplays vorbereiten und sich langsam anziehen und sich auf den Tag dann freuen mit den ganzen Freunden, den man trifft. Sehr vorbildlich. Also bei mir läuft es so ab, obwohl man sich jedes Mal anders vornimmt, also gepackt und so sind die Sachen. Aber dann müssen die Kontaktlinsen noch durchgespült werden. Das ist das erste Gefühl natürlich, nachdem man aufwacht und versucht hat zu frühstücken vor Aufregung. Waschen, schminken, anziehen, Konhorn einpacken, Videokamera fertig aufgeladen und auf zur Con. Ne? Bestens vorbereitet. Meine Freundin zu Weißglut treiben, die meistens auch mein Kostüm mit designt oder besser gesagt auch sich um den Schminkerei kümmert. Ja, aufstehen und Haare flechten, damit die Haare unter die Perücke passen. Ja, bei mir ist halt erstmal so Bartpartie wegmachen, Kontaktlinsen und halt auch Haare machen. Am besten erstmal, wie gesagt, wie sie vorhin sagte, auch erstmal aus dem Bett kommen und dann am besten erstmal einen ordentlichen Kaffee trinken, damit man erstmal wach wird. Ja, wie viel Weg nimmst du für eine Con in Kauf? Alles. Jeden. Alles. Bei mir war es Köln. Nächsten Weg, den ich gefahren habe, Konnichi. Weil das Problem ist, du fährst von hier bis nach zu Konnichi doppelt so lange wie nach Mannheim. 3 Stunden, Konnichi. Eine Stunde. Ich reise nicht so viel weit weg. 2-3 Stunden, ja. Okay. Höchst, was ich bis jetzt hatte, waren 4 Stunden nach Leipzig. Also, aber dann mit Übernachtung. So. Ich fahre nach Leipzig auf die Buchmesse, ich fahre auf den Japan-Tag, nach zur Dokumi hierher. Also innerhalb Deutschlands ist mir eigentlich nicht so weit, solange es zeitlich, geldlich und mit der Arbeit oder Schule passt. Ja, also bei mir ist es eigentlich genauso. Vor allem war ich bis jetzt nur auf Frankfurter Conventions, habe aber vor, nächstes Jahr auch mal nach Düsseldorf und nach Bonn, Leipzig. Also mein längstes war, glaube ich, 6 Stunden. Ja, Leipziger Buchmesse vor allem. Das ist weit. Auch allein vom Geld her, weil es halt auch teurer dann wird, wenn es weit weg ist. Aber ich mache es nicht so gerne, weil es so weit ist und es lohnt sich kaum. Zum Beispiel die Nietzsche dies hier, 4 Stunden hin und zurück, einen Tag lang, ist schon anstrengend, weil wir haben kein Hotel mehr.
4 Stunden, denke ich mal, höchstens. Es sei denn, ich habe eine Übernachtungs-, wo ich auch übernachten kann, deswegen dann nehme ich schon auch etwas länger in Kauf. Also 300 Kilometer kann man schon mal machen. Das ist völlig unterschiedlich. Das war schockierend. Das längste, das war der Weg zur Dokomi. Ja, zur Dokomi bin ich mit Fernbus gefahren. Das war ein Weg von ungefähr 4 Stunden. Aber ich denke auch, so dieser Weg so nach NRW, das ist dann auch das Maximum, wenn man von in unserem Fall Mannheim aus fährt. Ja. Alles. Kann ich nur beisteuern. Ich komme aus Köln und ja. Okay. Ich komme aus Wolfsburg, also bin auch mobil und keine Con ist zu weit. Gibt es bis jetzt keine Grenzen? Ich reise durch ganz Deutschland. Das weiteste, was ich bis jetzt war, war in Österreich gewesen, also schon einiges. Ja, also ganz Deutschland, ich war bis jetzt schon mal auch bis zur LWM mal und den absoluten Vogel abgeschossen habe ich ja im Februar mit der Katzekon in den USA. Also wenn man Zeit hat, dann geht eigentlich alles. Also. Was ist das Erste, was du machst, wenn du auf der Con angekommen bist? Ankommen. Ja, Platz suchen, hinsetzen, Zeug ablegen. Leute umarmen. Oh. Umgucken. Ja, dann gucken wir uns erstmal. Wow. Leute suchen. Irgendjemand finden, den man kennt. Verwirrt rumlaufen und nicht wissen, was wir eigentlich als Erstes wirklich machen sollen. Ja, wir suchen erstmal ein paar Leute zusammen, mit denen wir uns eigentlich treffen, weil wir verabreden uns meistens auf der Convention. Ich hätte ja ganz doof gesagt, wegrennen vor Leuten, die ein Foto machen wollen. Weil wie gesagt, erst wird der stressige Teil gemacht, im Sinne von einkaufen und Freunde treffen. Und dann setzt man sich irgendwo ins Freie oder läuft ein bisschen durch die Gegend. Unterschiedlich. Freunde suchen in der Regel. Nee, dann Fotos machen wir als meistens als Erstes. Ja, weil mir dann noch gut aussieht. Genau, das machen wir als Erstes. Okay. Erstmal einen Platz hier suchen, damit man wirklich auch ankommt, weil wenn man dann irgendwie in Stress gerät, da und dahin geht, das mag ich dann gar nicht. Erstmal alle Leute begrüßen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Versuchen unsere Freunde zu finden. Das dauert meistens immer ein bisschen. Ja. Dann macht man als Erstes meistens so den Schnellrundgang, um die Stände möglichst schnell abzuklappern und zu gucken, was gibt's alles, dass wir uns schnell orientieren können. Das Ticket abholen, wenn die Veranstalter das nicht geschafft haben, einem das Ticket zuzusenden. Das war jetzt ein bisschen Kritik, ne? Also, ja, Kritik muss auch sein. Man das kann stimmt. Ja nicht man kann ja nicht nur alles schön reden. So sieht's Bam. Aus. So, ja, bei mir ist es WhatsApp anschmeißen, die Leute anrufen ja. Und wild durcheinander texten und telefonieren und sich dann treffen seid und ihr sich schon dann da? In die Arme ja, fallen. Wenn ich jetzt einen plötzlich einen geilen Cosplayer sehe, renne ich zu dem Hinschlag stehen bleiben, ich würde gerne ein Foto mit dir machen. Oder zum Stand laufen und sich Stände angucken. Da gibt es so vieles, was man machen kann. Versuchen reinzukommen. Meistens wird man von so komischen Leuten, die immer Bilder machen wollen, behindert. Nein, das ist ja in Ordnung. Andere Leute vielleicht treffen, die, mit denen man sich verabredet hat und halt nachher auch mal reinzugucken in die Convention. Ja, also wenn man jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel gerade auf der Con das erste Mal ist, sich auch erstmal mit den Leuten so mal abzusprechen, ob man vielleicht sich vielleicht mal irgendwo trifft und sich dann natürlich auch mal die Con angucken. Was ist für euch das Wichtigste an einer Con? Dass alle Leute Spaß haben. Ja, Leute wieder zu sehen. Spaß zu haben. Und sich nicht hypen über andere Cosplays. Lästern. Ja, das Umarmen von Leuten, das Kennenlernen und der Spaß. Spaß, ja, dass es Spaß macht, dass man viele Leute trifft. Ein paar Fotos machen, weil man meistens was Neues auch anhat. Und einfach die Leute, die man schon kennt, wieder treffen, weil die ja doch über ganz Deutschland verteilt sind. Spaß auf jeden Fall. So, am Anfang habe ich gedacht, Gruppencosplay wäre nicht für mich. Dass ich eigentlich eher so die Einzelcosplayerin bin, weil ich halt nie wusste, wie ich mich auf andere einlassen soll. Als ich dann aber mit dem Cosplay tatsächlich angefangen habe, habe ich eigentlich recht schnell Anschluss zu anderen Gruppen und in meiner Umgebung gesucht, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Es ist einfach der Spaß an der Freude und man findet so viele neue Leute, mit denen man dann später viel mehr Kontakt hat als irgendwie aus der Grundschule oder so. Wo Leute, die man tagtäglich sieht, mit denen hat man dann nicht so viel zu tun wie mit jemandem, der das eigene Interesse teilt. Die Freunde und dass man einfach mal jemand anderes sein kann, das finde ich halt richtig klasse. Man kann sich den Charakter reinversetzen, keiner guckt einen doof an, außer die Leute, die es nicht kennen. Und man kann viele Freunde finden und alle sind hier so offen, das ist toll. Ja. Dass man Spaß hat und dass man sich keinen Stress macht wegen sonst etwas, weil das hat mir schon auf genug Cons, dass da irgendwie Stress war, dass die und jene irgendwie geweint haben. Nee, das muss nicht sein.
die anderen Leute zu treffen. Weil mit denen hat man den Spaß. Kann ich so nicht festmachen, weil es gibt viele Sachen, die eine Con gut machen. Es machen die Cosplayer aus, das Angebot, das Rahmenprogramm, die Freunde, mit denen man unterwegs ist, weil es ist immer lustiger in einer großen Gruppe. Es macht alles zusammen aus, da gibt es nichts, was es jetzt es gibt nichts, womit es jetzt steht und fällt, das Ganze im Einzelnen. Das Wichtigste ist definitiv die Leute, die Freunde, die man nach langer Zeit wieder trifft, ne? Genau. Und einfach mit denen eine schöne Zeit zu verbringen. Von den verschiedenen Bundesländern. Und die Workshops sind auch cool, wenn es das Programm zulässt. Genau, programmmäßig finde ich es auch gut, con-mäßig abhängig. Ehrengäste, die auch aus Japan da sind, die man zum Beispiel nicht so oft sieht, ne? Weil sie nur einmal nach Deutschland halt kommt. Ist cool, die da mal zu sehen. Ja. Das Wichtigste auf der Con, viele geile Cosplayer, Stände, wo man sich halt was angucken kann, gegebenenfalls was kaufen kann und halt der Zusammenhalt. Freunde treffen andere wundervolle Cosplayer, wie jetzt die Disney-Gruppe hier, aber hauptsächlich alte Freunde treffen, neue Freunde kennenlernen, das ist die Hauptsache. Sie hat ja schon einiges gesagt, halt auch mal neue Leute kennenzulernen, Charaktere zu sehen, die man selbst cool halt findet, sein eigenes Cosplay zu präsentieren, Leute damit glücklich zu machen. Das ist ja auch die Hauptsache, man macht das ja auch persönlich für andere. Also eigentlich würde ich genau dasselbe wiederholen, was er gerade gesagt hat. Also sich mit den Leuten zu treffen, auch die Leute, die sagen mal, dieselben Cosplays, um sich auch mal mit denen ein bisschen was zu unterhalten, wie die ihr Hobby ausleben. Und sich natürlich auch auf der Con umzuschauen, mit den Leuten mal Bilder zu machen, alles, was halt an diesem Hobby Spaß macht. Und letzte Frage, was ist eure liebste Con? Ja. Ich tendiere zwischen Cosplay und Frankfurter Buchmesse. Hanami, Frankfurter Buchmesse und Gamescom. Cosplay und Buchmesse. Cosplay. Das ist unsere erste. Ui, schwer, da ich jetzt dieses Jahr das erste Mal so richtig komplett auf allem, was sich so anbietet, unterwegs bin. Die liebste bisher war mir die Leipziger Buchmesse. Da bin ich auch seit Jahren schon und die Dokumi. Also ich werde jetzt ganz kurz sagen Cosplay. Ich hätte jetzt eigentlich fast Dokumi gesagt. Cosplay und Dokumi halten sich bei mir auf jeden Fall die Dann Frage. Muss ich mal auf die Dokumi. Nietzsche. Ja, die Nietzsche, die ist einfach am größten. Das ist halt die richtige Anime-Convention. Die ist toll. Ne? Ja. Dokumi. Das ist von der Location am besten. Ja. Konnichi, weil das in meiner Nähe ist. Das ist ganz schwer zu sagen, aktuell immer noch die FedCon. Von allen, die ich bislang gesehen habe, kann ich definitiv sagen, das ist die Dokumi. Das ist einfach ein wunderschöner Park für Cosplays. Das Gebäude ist riesig, es ist so viel Platz, es sind so viele Stände. Da kann ich nichts gegen einwenden, da stimme ich zu. Dokumi, erstes Mal da gewesen und location-mäßig super. Japanischer Garten, der Rhein, wo man auch rein kann, sich abkühlen kann. Ja, das war so schön. Einfach zur Abkühlung mal in den Rhein gesprungen und ja, generell von der Location her ist das ja top. Leipziger Buchmesse, bis jetzt. Okay. Meine ist die Leipziger Buchmesse. Okay, meins ist immer noch definitiv Konichi. Ich muss mich entscheiden zwischen Gamescom und Cross, hier, wie heißt es noch, Dokumi. Ich würde mal sagen, eher Dokumi.